Der Verein Lieder lebenswert Pongau ist bei der Hälfte der aktuellen Förderperiode angelangt. In den ersten 3 Jahren wurden sehr viele Projekte erfolgreich umgesetzt und ein gut funktionierendes Liedermanagement aufgebaut. Ich glaube, das ist vor allem in dieser Periode was Besonderes, dass wir eben da jetzt eine neue Struktur geschaffen haben, dass es 2 Mitarbeiterinnen gibt, die ja sich ganz besonders um die Projektideen zuerst einmal kümmern und da uns schon unterstützend helfen, dass man schaut, wie konnte das Projekt entwickelt werden, dass es auch förderfähig ist, passt es mit dem regionalen Entwicklungskonzept zusammen, das sind wichtige Aspekte. In den übergeordneten Themenfeldern Wertschöpfung, Natur und Kultur sowie Gemeinwohl waren die Projekteinreichungen sehr vielfältig und kreativ. Wir bekommen ganz viele verschiedene Projektanfragen aus allen Themenbereichen und ja, ich bin total glücklich, weil es einfach eine schöne Arbeit ist und wirklich von der Einzelperson bis hin zu Tourismusverbänden auch wirklich jeder Antragsteller sein kann. Die Projektträger, wie beispielsweise das THZ in Mitterberghütten mit der Generationenhandwerkstatt, freuen sich sehr über die gelungene Umsetzung ihrer Ideen. Ja, das ist ganz eine coole Geschichte für Kinder, Jugendliche, Eltern, ältere Personen, für Schulen. Und zwar kommen zu uns die Jugendlichen oder eben andere Personengruppen auch und arbeiten auf den Maschinen, Drehmaschinen, die löten, bohren und wollen nicht heimgehen und dann wiederkommen. Und dann haben wir es richtig gemacht. Ich weiß, es würde funktionieren. Ganzjahresprojekt für alle Salzburger Schulen, da aus der Region heraus, aber auch darüber hinaus, wo Schulen was buchen können, Wochenendveranstaltung, Freizeitveranstaltung, Kindergeburtstage, alles ist möglich bei uns. Zwischenbilanz zu ziehen, heißt jedoch nicht ausschließlich, die Vergangenheit zu beleuchten, sondern auch in die Zukunft zu blicken. Es sind die Vorbereitungen für die zukünftige Liederperiode schon am Laufen. Es ist so, dass das Budget etwas geringer wird als in der jetzigen Förderperiode. Nichtsdestotrotz werden wieder 5% von der gemeinsamen Agrarpolitik für Lieder verwendet werden. Da sind jetzt im Herbst die ersten Gespräche auf Bundesebene und wir werden uns dann auch langsam im Laufe des nächsten Jahres damit beschäftigen, was braucht denn der Pongau in einer zukünftigen Liederperiode. Unterstützt werden Projekte, die die Region fördern und oder dem Gemeinwohl dienen. Bis 2020 läuft die aktuelle Förderperiode und bis dahin können Projektideen eingereicht werden.